Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Morgen, guten Durst, guten Dienst, guten Feierabend, guten Urlaub, wenn man noch Urlaub hat, und guten. So, wie ihr schon seht, wir haben FIFA 25. Also ich sage immer noch FIFA, ich bin ein FIFA-Kind. Drum, FC 25 ist am Start. Ich bin so gehypt von dem Game. Und let's go! Offline-Modus, ja. Verbinden uns, ja. So, jetzt machen wir kurz mal Pause. Dass ihr, wenn ich irgendwelche Daten eingeben muss, ihr die nicht seht. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt hier die Cookies und da geht schon los mit einem Intro. FC IQ. Wir überspringen heute nichts, wir lassen es laufen. On est là pour parler tactique aujourd'hui. Cela peut paraître annuel. Redet er nicht? Mais au contraire. Ich weiß es gar nicht. La tactique, ce n'est pas seulement des data et des réunions sans fin. Okay, ihr hört es sicher im Moment noch nicht. Jetzt ist es auch lauter, wie ich selber bin. So, ich stelle das mir hier kurz mal ein, wie ihr hört es. L'intelligence de jeu est aussi importante que la technique. La tactique au haut niveau, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui rend beau le football. Le football, c'est aussi la tactique. Elle s'applique sur deux phases de jeu. Quand tu as le ballon et quand tu ne l'as pas. C'est simple. Individuellement et collectivement. Comment tu attaques et comment tu défends. Par exemple, sur le deuxième ballon. C'est resté simple. Celui qui a les cartes en main, c'est le joueur. Toujours. L'important, c'est que le message soit clair sur ce que tu veux et tes intentions pour tes joueurs. Vas-y, sois curieux. Ouvert. Observe. Étudie. Tente. Il y a 1000 possibilités. 1000 formules. Il ne faut pas être conventionnel. Joue ton jeu. Crée. Welcome to the club. Oui. Salut. Zinedine Zidane. Ah, gut, ich kann ein bisschen Französisch, daher kann ich. Ich bin sie aber so verstanden, was Zidane uns erklärt hat. Und ja, mein Verein. Ja, Lieblingsverein. Er bleibt. Es ist immer noch der Jan Regensburg. Informationen über UEFA, Premier League, Bundesliga, das heißt, ja, wir wollen natürlich, alles bleibt in Verbindung, auf der Jahre bleibt bei uns und das immer nun in der FIFA. So, mit was fangen wir an? Gucken erstmal. So, ich muss euch jetzt erstmal hier in die Einstellungen, dass wir, ich lieb's eigentlich, aber Audio. Die Effekte bleiben, die Musik. Spiele, Streaming, Musik ein. So. So, jetzt muss. Auch schon nicht mehr im Controller? Okay. Hexenkessel, Hybrid ein. Deutsch, Kommentatorenteam, Standard. Ja, das bleibt. Rush Audio, auch auf Deutsch. Gameplay muss. Musiklautstärke. Ich muss die ganze Musik leider jetzt mal muten für euch. Gameplay Musiklautstärke. Weil wegen die Rechte.
haben da leider keinerlei Rechte. So, Standard. Taktisch. Schauen wir mal. Frühere Spiele. Schauen wir mal, ob es da die Dynamik haben. Ja, natürlich. Multiplayer, dynamisch. Die Pro, auf die wird es bei die Dinge natürlich. Auf die Pro rauslaufen. Das ist klar, wir müssen als erstes immer diese einstellen. Clubs, taktisch, taktisch. Rush. Schauen wir mal, ob wir hier auch diesen Trainer irgendwie schon mal einstellen können. Verletzung, ein Absatz, Handspiel. Handspiel natürlich. Ein. Momentum wollen wir schon realistisch machen, ne? Optimierte Auflösung verzögern, nein. Wenn, dann machen wir die optimierte. So. Schusshilfe ist mit Hilfe, ja, das lasse ich immer drin. Aber das Abschlusstiming, das würde mich reizen. Das kommt rein. Das ist alles bei Hilfe mit drin. Das lassen wir mal so. So, Partie, dann mal wieder runter auf 3 Minuten. Schnellwechsel ist ein Ball. Lass mal Standard. Na, das lassen wir mal alles so, wie es ist, Leute. So, jetzt haben wir es. Wir sind ready. Wo haben wir jetzt die ganzen neuen Modis? Schauen wir mal. Wir brauchen diesen. Ich will euch diesen Rush-Modus mal zeigen. Willkommen, Anstoß. Ja, weiter. Wir haben den klassischen Modus, da haben wir den Rush-Modus. Den Hausregel Champions League, Liberatore, Best of Serie. Komm, wir machen jetzt mal den Rush-Modus mit euch für den Anfang. So. Ich gehe mal aufs. Wir spielen Jan Regensburg gegen. Gegen wen? Naja, die haben zwei Jan gegen Jan, ne? Komm, mach mal. Geh her, Hertha. Jan gegen Hertha. Oh, das Trikot schaut schon geil aus. So. Gegen die Hertha. Let's go! Willkommen im EAFC Rush Stadium! Willkommen zu einem grandiosen Duell! Mal schauen, ob wir es abkalten. Dankeschön fürs Folgen. Natürlich sind wir auch auf TikTok heute live. Und wir zocken mit euch. Oh. Alter. Alter, von weiter Ecke. Alter, das ist der Rush-Modus, der ist schon heftig. Guter Befreiungsschlag. So. Da ist das 1:0. Ja. Guten Morgen. Wir machen hier weiter. Das ist Abseits. Ah, come on. So, schauen wir mal, ob man den hier einstellen kann. Ja, klar, war klar, ne? Trainer anzeigen, anpasst. Ich mache immer alles an, weil ich tue mich da so leichter zum Spielen. Es ist zwar
braucht man nicht, aber ich bin ehrlich, teilweise ist er echt sinnvoll. Er bringt den Ball in die Angriffszone. Sie müssen weiter aufpassen. So, einmal Drittligist eigentlich, weil der aus der dritten Liga in die zweite Liga ist. Er verlagert das Spiel in die neutrale Zone. Er greift über die rechte Seite an. Da wäre die Chance zum Kopf. Das ist die Chance! Ja, okay, Leute, das erste Spiel, das gehen wir ab. So. Es kann weitergehen. Ja, gut, das erste Spiel gehen wir definitiv ab. Das heißt, 2-0 gehen wir nach Berlin. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, denn in die neutrale Zone. Die Managerkarriere soll auch neu sein, habe ich gesehen. Über links versuchen sie es. Aber der Rush-Modus, der taugt mir. Der taugt mir schon irgendwie, ne? Team gibt mir weiter ins Mittelfeld. Da könnte man. Vielleicht jetzt eine gute Konterchance. Da ist der gut dazwischen gegangen. Aber mich wundert, dass da nicht unser lieber Freund, unsere Top-Moderatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann das kommentieren, sondern nehmen so Random Duty. Guter Befreiungsschlag. Das ist echt strange. Und nein, kein Tor. Es bleibt dann 2-0 für Berlin. Er passt in die neutrale Zone. Los, das habe ich noch nicht verstanden. Neutrale Zone und so. Guter Angriff in der Mitte. Ah, drüber. So. Schade Schokolade. Oh. Oh. Das kurze Zuspiel. Ja. Ja, das war mal wieder nichts, meine Freunde. Und ja, da kommt. So. Natürlich, wir spielen es auf der Xbox, meine Freunde. Und der gepasst geht drüber und zack, daneben. Scheiße. Und. Nicht das Tor. Weiter diese Führung. Leck. Es bleibt dabei. Und zack. Rüber. Und zack, rüber. Ja, nein. Wir sind in der Mitte der Spielzeit angekommen. Sieht nach einer guten Konterchance. Die Rage Modes werden hier schon wieder aktiviert. Also von dem her, gönnt euch einen Kaffee, zieht euch einen Kaffee rein und let's go. So. Und natürlich haben wir jetzt einen Kaffee dabei. Denn jetzt um 7:30 schon sind sie oder so. Anschlusstreffer. Let's go. Der Anschlusstreffer ist da. Der Anschlusstreffer ist da. Wir sind noch nicht verloren, Leute. Leute, wir haben es noch in der Hand. Come on, rüber. Ich hätte einen Steilpass spielen sollen. Er kommt über rechts. Ball in der Angriffszone geblockt.
Ja, Mann. So. Und das ist eine gute Chance. Scheiße. Scheiße. So. Abstoß. So, und. Ja gut, okay, was wollen wir erwarten? Es ist Regensburg. Der Ball ist im Offensivdrittel. Aber Regensburg ist halt zwar ein Zweitligist, oder die brauchen aber, so wie es ausschaut, eine kleine Verstärkung. Das heißt, der Fabi Fabix, der muss wieder ran. Und das heißt, er muss ran in FC 24, 25. Und der Goalie kommt raus. Und guck mal, der hat das Problem. Trifft der Berlin. Und Jan braucht Verstärkung. Vielleicht schaffen sie durch Fabi Fabix den Aufstieg in die erste Liga. Nicht immer ständig Charakter, aber. Er ist in die Angriffszone vorgerückt. Ball in der neutralen Zone verloren. Ja, das wird jetzt ein bisschen holprig. Vielleicht kriegen wir noch das 2-0. Aber wir geben das Spiel 1-3 ab. Wir kassieren kein. Wir brauchen jetzt ein Tor. Machen Sie was aus dieser Chance? Ah, der war schön. Das war gut. Ja. Das 2-3. Ja, wir kommen wieder. Aber wir haben nur noch 1,5 Minuten. Ah, Leute, 1,5 Minuten. Na, das wird eng. Es wird eng. Das wird eng und. Ja, Ausgleich. Ausgleich, Leute. Es ist noch machbar. Ja. Oh. Ich bin so gehypt von dem Spiel, Leute. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Ja, jetzt kommt das 4-3, oder? Ja. Ja, egal. Es ist das erste Game im Spiel. Es ist egal. Wir sind noch am Schlüssel. Das ist aber ein geiler Modus. Er ist echt geil. Ich feiere es jetzt schon. Ja. Aber FIFA 24 hat, bei FC 24 hat dieser Trick immer geklappt. Ne? Das war ein cooler. Das war ein Rollerli. So. Und. Und sie ab! Ah. Ah. Knapp, aber komm. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, jetzt kommt noch 3 Zehntel. Oder waren es 1000? 3000, so sagen wir es mal so. Der letzte. Ja. Das Spiel ist zu Ende. Ja. Diesen 5-3. Ja, es war aber geil. Der Modus ist geil. Leute. Geiles Ding. Der Modus, er gefällt mir. Profi-KI. Er gefällt mir. Er gefällt mir. Richtig nice, Leute. 3 gegen 3, das ist ein normales Spielchen. Aber er gefällt mir. So, und damit endet auch schon der erste Part heute von
FC 25. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Lasst auf dem Video ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch weiter hier noch ein bisschen FIFA-Action. Ich bin halt das FIFA-Kind, darum heißt es bei mir immer FIFA. Und lasst ein Like da, schallert die Kommentare voll und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.